Okay, gute Stunde. Warum stehen da so viele blaue Punkte gerade? Seht ihr die blauen Punkte in dem Fond? Warum ist das so? Warum? Ich verstehe. Okay. Dann tun wir erstmal hier ganz kurz andocken. Lippen voraus! Rahm- und Marssegel fest zurren! Gaffelsegel lockern! Einholen! Und bei der nächsten Aufnahme geht es gleich hier durch das Tor. Ich muss kurz eine kleine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns dann gleich oder morgen wieder. Je nachdem, wie ich schneide. Tschüss! Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ich weiß nicht, ob es dieselbe Folge ist oder ob es mittlerweile schon die nächste Folge ist. Kommt aber an mich dann später rendern. Für mich ist es auf jeden Fall 2 Stunden später. Ich war mal jetzt ganz kurz noch in der Stadt und musste Besorgungen machen. Das klingt zwar komisch, wenn man darüber nachdenkt, dass es 22 Uhr ist, aber es hat sein Grund. Jetzt mal gehen wir erstmal hier weiter die Festung erobern. Ich weiß gar nicht, also wir haben vorhin, ich habe euch vorhin versprochen, dass wir auf jeden Fall mehr Hauptstory jetzt wieder machen. In nächster Zeit, weil Grund ganz einfach. Wir haben uns ewig mit diesem Unterwassermission gerade aufgehalten vorhin. Was ich eigentlich so gar nicht geplant hatte. Und darum gibt es als Ausgleich. So. Weißt du was? Okay. So muss ich nicht mal was tun dafür. Wir agieren jetzt mal richtig Assassin's Creed mäßig. Kann ich hier irgendwo runterspringen? Ne, kann ich nicht, okay. Muss ich natürlich ein bisschen mehr zusammenreißen, wenn wir Assassin's Creed-mäßig reagieren wollen. Oder agieren wollen. Reagieren ist dann vielleicht das falsche Wort. Wo macht er denn hin? Dazu. Und jetzt kommen wir zum dritten. Und mal schauen, wo der sich befindet. Okay, der schläft. Können wir dann eventuell ein bisschen was holen? Jawohl. Dann holen wir uns mal ganz kurz hier ein bisschen. Aber nur weil wir haben richtig, also gibt mir nichts, wir tun uns gar nicht mit den Leuten hier einlassen. So, na da. Na nü. Tja, dann halt nicht. Okay, gut, dann haben wir die 3 Leute gekillt und das ohne großen Aufwand, die haben eigentlich fast niemanden. Ist auch mal ganz cool. Kaum Gewalt, aber die 3 Leute sind eliminiert worden. Jetzt würde ich mir gerne noch die Kiste hier unten holen. Genau, da unten ist sie nämlich. Bevor ich sie nachher machen muss. Weil machen wir es, tun wir es so oder so noch. Wie wir das halt immer machen, wenn wir einen voreinnehmen. So, dann wechsle ich mal auf den Dolch. Und da oben müssen wir noch eine Kiste haben. Ich weiß, wie ich da hochkomme. Das ist keine Kiste, das ist eine, Was?
Ach, da ist es. So, und rüber wieder. Und da ist noch ein Fragment, wie ich gerade sehe. Ich kann das auch gleich mal holen. Wo bist du denn, mein Süßes? Komm ich nicht hoch? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ach, da hinten ist es. So, dann holen wir uns das gleich mal. Wie haben wir das vorhin nicht gekriegt? Wir sind doch hier vorhin drüber gerannt. Naja. Okay. Das war's an sich dann auch schon mal wieder. Und dann können wir jetzt hier nach oben gehen und können uns das den letzten Mann vorknöpfen. Mit was? Wir könnten ja mal so ein Messer benutzen. Eins haben wir noch. Da probieren wir das mal einfach mal aus. Ach, mit F geht das. Okay. Okay, mit F. Und wir haben wieder eine Festung erobert. Langsam ist das, ist die Karibik unter unserer Kontrolle. Und Templer haben nicht mehr viel zu sagen hier. Ist schon krass, was ein Mann erreichen kann. Leider haben wir nicht das geschafft, was wir eigentlich schaffen wollten. Und zwar wäre das spanische Bricks versenken. Da haben wir nämlich noch einiges zu tun. Dann müssen wir auch langsam mal dafür sorgen, dass... was mache ich denn immer? Ich bin schon mal müde. Jedes Mal derselbe Mist. Ich fahre mal wieder los und dann merke ich, oh Moment. Du musst ja... Also du möchtest ja noch die Kisten aufsammeln. So. Segel hoch, aufgehen! Im Meer! Jetzt holen wir uns schnell die Schätze. Was mich gerade wundert, ist, dass hier keine Piratenmission stattfindet. Normalerweise müsste hier doch auch eine sein, aber irgendwie ist hier nichts dergleichen. Wundert mich aber nur, stört mich nicht. Und jetzt mal eine ganz blöde Frage, wieso komme ich nicht in meine eigene Festung rein? Wer weiß das vor der Mitte zu? So, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier insgesamt eine einzigste Kiste, die ich nicht gesehen habe. Wegen einer Kiste muss ich jetzt nochmal zurückfahren. Okay. So, mal schauen, wo die ist. Sieht ganz easy aus. Die steht einfach hier hinten. Ach so, natürlich. Leute. Könnt ihr mir mal klären, wenn ich die Kiste aufmachen soll, die ich nicht kriege? Hallo? Was soll denn der Scheiß? Also, jetzt habe ich den Rest doch gemacht. Wieso ist die Insel dann nicht angezeigt? Raff ich jetzt gerade nicht, okay. So. Und dann können wir hier ins Boot gehen und aufs Schiff zurückgehen. Und jetzt geht's los. Wir suchen uns mal ein paar Feindschiffe. Das ist eine Welle. Spanische Bricks suchen wir. Und da scheine ich Glück zu haben. Da ist gleich die erste. Und die einzigste, die wir natürlich auch brauchen. Und ich hoffe jetzt einfach mal... So. Ja, da muss ich ein bisschen Fahrt geben. Und dann haben wir sie. Die fährt leider von uns weg. Aber wir sollten sie gleich bekommen. Noch ein Stück mehr. Noch ein Stück mehr.
noch ein Stück mehr. Nacht. Zu feuern, Sir! So. Und das war's dann auch schon. Alle an Bord. Mission beendet. Marineauftrag 06. Alle an Bord. 100%. Fortsetzen. 2400 Bonus. Warum auch zwar immer 2400? Antwortungsgegenstände. Sind im Mehrspielermodus vorhanden. So viel Segel wie ihr könnt. So, die nehme ich mir mal aus dem Grunde, dass ich mich nicht schaffe. 50% Gesamtsynchronisation erreicht. Wir haben also 50% des Spiels erreicht. Das ist doch mal ein Bonus, den man gerne kriegt. Nacht. Nacht. Und so. Ich hab da mal ein paar von unseren Leuten erwischt. So, und weiter geht's. Oh, super mit dir, den Rest machen wir so jetzt mal wieder. Und stirb. Na, wir sollen noch Stress hier gehen. Genau so. Wunderbärchen, alles Bärchen, da sind wir wieder. Zurück, die Assassine. Woo! Ich freue mich auf die Hauptmission, ganz ehrlich. Ich bin sehr Story-Mode-mäßig heute gepackt irgendwie. Schiff, Checkdoor reparieren. Dankeschön. So. Ich weiß nicht, vielleicht können wir es sogar so machen. Ich habe jetzt mittlerweile endlich meine große Leistung. Ich habe jetzt eine große Leistung. Okay. Zu zwei Seiten. Erst die Trab- und Rahmsegel! Alle Segel niederholen! Okay. Hallöchen, Schätze. Was bist du denn? 38. Ja, viel Spaß damit, mein Freund. Bereit zu feuern! So, na, dann bauen wir mal. Feuer! Ja. Jeha! Bereit zu feuern, Captain! Feuer! Ja. Ja, Feuer! Feuerkampf, Captain! Segelbergen! Feuer! Was fertig, Sir! Feuer! Und da haben wir uns geknackt, das Schiff. So schnell hier mal eins drauf. Grün für eins. Kleiner aus dem Fall. Das Feuer! So, das war's. Wir können hier nochmal ein paar Feuerfässer abwerfen. Enter. So, mal gucken, was wir auf dem Schiff drauf haben. E. Und hätten wir noch eins, oder? Nicht? Hol wir sie an! So, da und da und da und was passt mir echt, das ist egal. Und die Berserker-Fälle noch was im Einsatz. Und Nacht. Das ist mit dem Berserker funktioniert nicht so gut.